Hallo Leute, heute wollte ich euch mal einen kleinen Drogerie-Foundation-Vergleich machen. Meine Lieblingsfoundation ist alle gegangen, sie war nicht mehr im Sortiment. Ihr habt das Drama vielleicht mitbekommen, ich war sehr untröstlich. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Foundation, die diese, das war übrigens die Natural Matte aus der Manhattan Clear Face Reihe, die gibt es nicht mehr. Ich habe mich auf die Suche gemacht, sie zu ersetzen. Und habe mich da tierisch durchs Foundation-Sortiment in der Drogerie gewühlt. Und ich dachte, ich lasse euch einfach mal an meinen Erfahrungen teilhaben und erzähle euch so, was ich von den Foundations halte, die ich probiert habe. Ich habe 4 Foundations ausführlicher getestet. Ich würde sagen, wir fangen mit der in meinen Augen schlechtesten an und arbeiten uns dann zu meiner momentanen Lieblingsfoundation hoch. Das macht, denke ich, am meisten Sinn. Und die ich am wenigsten mag, ist die hier. Die ist auch aus dieser Manhattan Clear Face Reihe. Die haben die neu ins Sortiment genommen. Wahrscheinlich hat sie meine Lieblingsfoundation verdrängt und allein deswegen muss ich sie schon nicht gut finden. Aber nein, mal im Ernst. Das ist die BB Cream von Manhattan Clear Face. Da steht 9 in 1 gegen Pickel, antibakteriell, mattierend und feuchtigkeitsspendend. Ich finde die nicht so toll, weil erstens hat sie eine nicht besonders gute Deckkraft. Ich meine, okay, es ist eine BB-Creme. Ich erwarte nicht, dass sie mega, mega abdeckt. Aber ich erwarte schon, dass sie ein bisschen Deckkraft gibt und ein bisschen meinen Teint ausgleicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie das allzu sehr macht. Außerdem hinterlässt sie ein meiner Meinung nach nicht sehr angenehmes Gefühl auf der Haut. Also dieses Feuchtigkeitsspenden steht ja auch drauf, habe ich euch eben vorgelesen. Aber sie fühlt sich auf der Haut an wie so eine dicke, ölige Creme und das ist im Verlauf des Tages nicht so angenehm. Und apropos Verlauf des Tages, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich relativ schnell abträgt, also dass die geringe Deckkraft, die sie eh schon hat, auch nicht allzu lange anhält. Ja, denn mit dem Antibakteriell, das denke ich mal, ist sie tatsächlich. Wie gesagt, ich habe lange diese andere Foundation von der Clear Face Reihe benutzt und ich hatte weniger Pickel in der Zeit. Ich hatte zumindest das Gefühl, ich hatte weniger Pickel. Das Finish von der ist auch tatsächlich mattierend, also was da drauf steht, stimmt allerdings unangenehm mattierend. Also es wirkt sehr, sehr pudrig. Das habt ihr vielleicht auch in der Demo gesehen und es setzt sich so auf den Härchen ab. Also alles in allem finde ich die nicht besonders gut und sie ist parfümiert und riecht irgendwie nach Pfirsich und ich weiß nicht, ich finde stark parfümierte Foundations nicht so großartig. Das zweite wäre dann die Fit Me Foundation von Maybelline. Ich finde die Ansicht nicht allzu schlecht, aber sie ist einfach überhaupt nicht für meinen Hauttyp geeignet. Und vielleicht hätte ich euch gleich am Anfang sagen sollen, was mein Hauttyp ist. Ich habe eine Mischhaut, das heißt ölige T-Zone und eher trockene Stellen außen. Momentan ist die relativ ölig, also wirklich für meine Verhältnisse ziemlich ölig, vor allem hier um die Nase rum. Und da ist diese Foundation leider überhaupt nicht für geeignet. Die ist eher für trockene Haut, weil die doch ein sehr leuchtendes, glänzendes Finish hat. Und ja, da müsste man halt, also muss ich zumindest sehr viel drüber pudern, damit die hält über den Tag. Gerade hier um die Nase rum flutscht die nach so 2 Stunden ziemlich rum und das sieht echt nicht schön aus und fühlt sich halt irgendwie auch ein bisschen unangenehm an. Ansonsten fühlt sie sich allerdings sehr schön an. Also ich glaube, die enthält sehr viele Silikone, das heißt, es gibt ein sehr, sehr, sehr weiches Hautgefühl. Und muss man halt wissen, ob man so silikonhaltige Foundations gerne benutzt. Mir ist das ziemlich egal. So, die Deckkraft ist mittel bis gut, da kann ich nichts gegen sagen. Habt ihr auch in der Demo gesehen, dass die roten Stellen und die Unreinheiten relativ gut abdeckt. Ich kann euch nicht genau sagen, ob man die noch weiter aufbauen kann, weil ich die nicht allzu viel getestet habe. Das Problem ist nämlich mit gerade der 130 hier, dass die mir zu dunkel ist. Da habe ich irgendwie im Drogerielicht daneben gegriffen. Und die dunkelt auch noch ziemlich stark nach, also da müsst ihr auch auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr die kaufen möchtet, dass ihr die vielleicht erstmal so 10-15 Minuten auf der Haut sitzen lasst und guckt, wie es dann aussieht, bevor ihr die kauft. Falls ihr eine ähnliche Haut habt wie ich oder vielleicht auch eine noch öligere, dann guckt mal in die Drogerie nach der Stick Foundation aus der Maybelline Fit Me Reihe. Die kam jetzt, glaube ich, relativ neu ins Sortiment und soll halt auch relativ gut verteilbar sein, aber halt mit einem matteren Finish. Und ich denke, ich werde mir die auch auf jeden Fall mal angucken. Und wenn ihr davon dann irgendwie auch eine Review sehen wollt, dann sagt mir das, dann kann ich euch das auch abdrehen. Dann als drittes eine Foundation, die ich ziemlich gerne benutze. Das ist die Catrice All Matte Plus. Die kam jetzt, ich glaube, im Sommer wieder neu ins Sortiment, nachdem sich sehr viele Leute beschwert haben, dass der Vorläufer davon, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dass der aus dem Sortiment gegangen ist. Also es ist eine sehr, sehr beliebte Foundation offensichtlich. Ich finde die auch ganz gut. Sie heißt zwar All Matte Plus, sehr mattierend finde ich sie nicht. Also sie hat auch eher ein natürliches Finish und dadurch auch um die fettigen Stellen nicht so eine tolle Haltbarkeit. Aber die wird halt nicht so eklig glänzig
so rutschig, matschig um die Stellen rum wie die Fit Me Foundation von Maybelline. Also kann ich euch die auch mit Mischhaut ans Herz legen. Wenn ihr richtig ölige Haut habt, dann vielleicht auch wieder nicht. Aber ich finde die ganz gut für mich, passt die ganz schön. Aber drüber pudern muss ich natürlich trotzdem. Die Haltbarkeit ist okay, also sie hält nicht den ganzen Tag, gerade hier um die Stellen verschwindet die so ein bisschen, aber ich finde es okay. Und was das Besondere an dieser Foundation ist, dass die in einer sehr hellen Nuance kommt und dabei aber nicht pinkstichig ist. Also viele helle Foundations sind ja sehr, sehr pink, wohingegen die dunkleren dann so ins Orange, Gelbe gehen, aber das hier ist eine eher neutrale bis gelbliche helle Foundation und es passt sehr gut zu meinem Hauttyp und deswegen mag ich die halt so gerne. Wohingegen ein Nachteil von dem guten Stück ist, dass sie ziemlich stark parfümiert ist. Also ich könnte noch nicht mal sagen, nach was die riecht. Irgendwie so blumig, vielleicht nach Rose oder so, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall mag ich den Geruch nicht sehr gerne. Wie gesagt, ich mache mir nicht gern so parfümierten Scheiß auf die Haut, einfach weil ich es unangenehm finde. Also nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass die Parfüme meine Haut angreifen, sondern einfach, weil ich das doof finde, wenn es die ganze Zeit riecht nach irgendwas, was ich nicht mag. Und zu guter Letzt meine momentane Lieblingsfoundation, das ist die hier, das Manhattan Powder Matte Make-up. Kommt in so einer kleinen Tube und ist von der Konsistenz her ein bisschen fester als die anderen. Also die anderen, die ich euch vorgestellt habe, waren ja jetzt eher flüssig. Die hat eine mittlere Deckkraft. Ich würde die jetzt so zwischen den beiden hier ansiedeln. Also es ist nicht ganz so gut wie die Fit Me, aber ein bisschen besser als die All Matte Plus. Hat auch ein sehr weiches Hautgefühl. Ich glaube, die hat genauso viele Silikone drin wie die Fit Me oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber sie ist auf jeden Fall auch silikonhaltig. Zumindest fühlt es sich auf der Haut so an. Sie mattiert tatsächlich, ich meine, sagt ja der Name auch schon, Powder Matte Make-up, aber sie wirkte halt nicht so unnatürlich pudrig. Also ich finde, obwohl sie mattiert, sieht es nicht totenmatt aus und es setzt sich auch weder in den Poren noch auf den Härchen besonders stark ab und deswegen mag ich die sehr gerne. Das war also meine kleine Review. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und konnte euch damit irgendwie weiterhelfen. Falls ihr eine Foundation besonders gerne habt und denkt, dass sie vielleicht für meinen Hauttyp passt oder einfach nur generell eine Foundation, die ihr besonders gut findet, schreibt mir das in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Tschüss!